Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute steht nichts Geringeres als die Überquerung der Adria auf dem Programm. Wir fliegen von Foggia in nordöstlicher Richtung nach Dubrovnik in Kroatien. Das bedeutet, dass wir ca. 200 Kilometer über offenes Meer fliegen. Das ist deutlich weiter als der Katzensprung neulich nach Malta, andererseits aber auch erheblich kürzer als die Strecke von Toulon nach Propriano, Korsika in 2018. Die Motoren werden ganz besonders aufmerksam gecheckt, die Flugpläne aufgegeben und noch im Flughafengebäude vergewissere ich mich, ob der Tower auch unsere Flugpläne nach dem Start öffnen kann. Also alles wie immer, alles ganz leicht, dachten wir. Zunächst verläuft auch alles nach Plan. Wir starten auf der Runway 33, der Tower bestätigt die Öffnung unserer Flugpläne und nach wenigen Minuten erfolgt bereits das Handoff nach Amendola Tower, dem nahegelegenen Militärflugplatz, durch dessen angrenzende Kontrollzone wir ebenfalls fliegen müssen. Mit bester Laune über den schönen Flugtag kommen wir am Meer an, rufen Brindisi Information und bitten um Flug- und Verkehrsinformationen. Und damit ging das Desaster los. Sie habe unglücklicherweise keine Flugpläne von uns, flötet mir die Lotsin ins Ohr. Und sorry, ohne Flugpläne könne sie uns leider nicht nach Kroatien fliegen lassen. Ich vergewissere ihr nachdrücklich, dass wir gestern Abend beide Pläne aufgegeben haben. Das möge ja alles sein, meint sie wenig mitfühlend, aber das helfe nun leider auch nicht weiter, denn jetzt seien keine Flugpläne da. Ob es meine Sprachlosigkeit war, die mich in diesem Moment ergriffen hat, oder ob sie uns nicht zumuten wollte, wieder zurückzufliegen, hat sich mir nicht erschlossen. Aber nach einer kurzen Pause erlöst sie mich mit dem Vorschlag, man könne ja jetzt noch schnell einen Flugplan machen, wenn ich ihr alle nötigen Details buchstabiere und durchgebe. Also diktiere ich ihr die wichtigsten Dinge, wie Kennzeichen der Flugzeuge, Namen der Piloten, Routing, Sicherheitseinrichtungen und so weiter und so weiter. Ich kann mich nicht erinnern, je einen anstrengenderen Flug gehabt zu haben. Aber kurz vor der Grenze zwischen Italien und Kroatien, die in der Mitte der Adria verläuft, verkündet sie, unsere Flugpläne seien übermittelt. Sie habe auch bereits beim Tower Dubrovnik angerufen und uns angekündigt. Na bitte, geht doch. Mein Blutdruck sinkt wieder auf normale Werte, die Freude auf den tollen Flug kommt zurück und kurze Zeit später sehen wir Dubrovnik bereits auf uns zukommen.
Nach einer ausgiebigen Pause machen wir uns am Nachmittag auf den zweiten Flugabschnitt unseres heutigen Tages. Wir fliegen entlang der Recommended Route Adria 1 entlang der dalmatinischen Küste, vorbei an den Städten Dubrovnik, Split, Biograd und Zadar bis nach Mali Lošinje. Hier bleiben wir 2 Tage. Aber nun genießen wir zunächst einmal diese wunderschöne kroatische Küste.